Als ich vor 4 Monaten in dieses Haus zog und diesen Keller sah, der mich total fasziniert hat, in seiner Gliederung und dem Mauerwerk und was da an Grafik passiert. Und ich hatte sofort die Idee, dort meine erste Ausstellung zu machen. Und da habe ich ein kleines Video gemacht, Bilder von mir einmontiert und habe das dem Vermieter geschickt und gefragt, ob ich dort ausstellen darf. Der Keller war zu dieser Zeit noch aufgerissen, der Boden, da wurden Rohre verlegt. Und der Vermieter stimmte zu und hat gesagt, wenn die Bauarbeiten zu Ende sind, kann ich das machen. Und so kam dieser Termin jetzt zustande. Ein bisschen ungünstig, weil hier auch gerade Ferien sind. Und viele meiner Bekannten, die ich eingeladen habe, gar nicht in Stralsund sind. Und dann begann ich zu überlegen, zu welchem Thema ich Bilder zeige. Ich habe ja sehr, sehr viele und könnte verschiedene Themen bedienen. Und durch die Verschiedenartigkeit der Kellerräume hatte ich die Idee, das farblich zu gliedern. Also der rote Raum, der gelbe Raum, der grüne, der blaue. Und so hatte ich so eine grobe Ordnung für die Auswahl der Bilder. Und dann habe ich geguckt, was ist vorhanden von früheren Ausstellungen und habe neue Drucke anfertigen lassen. Also es sind Fotodrucke auf Aluminium, Leinwand, Acryl oder Fotopapier, Abzüge in verschiedenen Größen. Dann war die Überlegung, wie nenne ich das Ganze? Wie kann man den Dingen, die mich anziehen und faszinieren und die ich festhalte im Bild, wie kann man das benennen? Und so kam der Titel, die Farben des Unscheinbaren. Ja, dann habe ich alles 4 Etagen nach unten getragen und stand eine Woche lang auf der Leiter mit der Schlagbohrmaschine und habe die 40 Bilder mit einem bzw. 2 Dübeln aufgehangen. Vieles nach Augenmaß. Ich war ja allein. Also so Pi mal Daumen. Und dann habe ich noch verschiedene kleine ergänzende Dinge aus der Wohnung mitgebracht. Wie die Federn zum Beispiel oder dieses schöne Stück Rost. Ja, die Papiersachen haben, auch die Bücher, die haben gelitten bei 96% Luftfeuchtigkeit. Vieles habe ich nicht mehr glatt pressen können jetzt anschließend, aber das wusste ich ja. Das Ganze ist gut geworden und ich habe eine sehr schöne Resonanz bekommen.
Und jetzt geht der Weg zurück. Also ich habe jetzt abgebaut schon und der Weg geht zurück 4 Etagen. Und dann überlege ich mir, was ich als nächstes mache. Denn ohne Herausforderungen macht das ja keinen Spaß. Und das Ganze ist ja auch nicht nur Spaß, sondern auch meine Existenz. So war das.